Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria und zwar zu einer ganz besonderen Episode. Und zwar ist das heute die allerletzte Episode. Ja, wir sind endlich angekommen. Und zwar stehen wir hier vor dem großen Ozean und werden jetzt den stärksten Boss am Ende der Welt und werden den stärksten Warcraft. Boss erledigen. Haha. So, komm, ja, hol ihn. Ja, warte, ich sag noch, und zwar haben wir uns beide noch den Paladin-Hammer geholt. Setz mal ein. Ach, hast du den auch, den gleichen? Ja. Was ist denn der? Ach, da ist hier oben. Kommt man von einem Paladin? Oi, ich glaub, Alter, what the gezeigt. Fuck? Warte mal, ich kann mal schnell, Ja. Geht das? Ja, da ist er, der Paladin. What the fuck? Der kommt selten im Dungeon und der hat halt eine 0,4 Drop-Chance, wie immer, das, Der hält aber viel aus. Entweder ein Schild oder halt ein Hammer. Ich sehe den gar nicht mehr, ne? Hält auf jeden Fall viel aus, der ist ja kaputt. Und so. Dem kommt mal halt wieder davon. So, Tyrba, dann. Wir den stärksten Boss. Jo, wir wollen gar nicht lange fackeln. Los geht's. Mit diesem Truffle Worm hier. Und zwar bekommt man den von einem Kackvieh aus dem Pilzbiom unterirdisch. Ah ja, Tyrba, wenn man sich nähert, guck mal. Extrem schnell wegrennen. Ah, muss man einfach so schnell sein. Hallo, guck mich mal an. Beautiful. Okay, los geht's. Oh, das will ich gar nicht. Ich hoffe mal, das geht so. Wow, Vorführeffekt. Musst du den jetzt echt angeln? Er sieht was! Ach da! Oh Gott! Alter! Heilige Scheiße, Alter. Das Spawnpoint ist hier, ne? Wie abgeht! Ja, den Spawnpoint hab ich ja auch gesetzt. Heißt, sehr gut. Oh mein Gott! Draufhalten, was wir haben. Scheiße. Besonders der hat so krasse Attacken drauf, also. Guck mal, der spawnt da unten jetzt einen Wirbelsturm. Ja, der macht so ein Sharknado, das ist an den Film angelehnt übrigens. Echt? Der macht echt solche Sharknados, ja, hab ich nachgelesen. Ist richtig süß. Let's go! Dann bekommt man auch später ein Buch von, was dann so kleine Tornados um einen rumschwirren lässt. Ach du Scheiße. So. Warum ist der nicht das, sind Sharks, das sind sie. Das sind die Sharknados. Alter, du bist verreckt. Gewesen. Oh, ich bin noch verreckt. Warte mal, ich mach Slash Time Day mal. Ist jetzt abgehauen. Ich glaube echt. Nein, der ist noch da. Let's go. Komm mal, Jessica, komm mal, Tori. Oh mein Gott. Alter Schwede, hier oben, bei mir. Alter, wie cool. Aber der ist richtig cool. Naja, ist nicht umsonst der stärkste. Waffen, also ja, trotzdem. Ja, klar, aber trotzdem ist der. Alter, ich bin da drin. Alle bekommen können bis jetzt. Ich bin da drin. Es ist halt nur eine Zeitsache, Leute. Ne, wir haben es ja schon öfters erwähnt, aber das wäre echt zu krass gewesen. So. Ich greife mal mit der Razorfine an. Aber Respawn tun wir richtig schnell bisher, ne? Ich weiß cool. Nicht, ob das an dem Bossfight... Ich weiß auch nicht, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie respawnen wir viel schneller als früher. Weißt du, die... Ja. Die Sharknados sind auch richtig lustig. Na toll. Das sind die Teile. Wir können ja später nochmal zeigen, vielleicht kommt ja noch ein Drop von dem, weiß ich nicht. So, Moment, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter für den Bosskampf. Du. Die Sharks einfach. Aber wer hat sich den ausgedacht? Ich glaube sogar, der würde wirklich mal als April-Scherz angekündigt, der Boss. Echt? Und wurde dann trotzdem reingebracht. Ist auch wirklich der stärkste Boss. Ja, genau. Ja, was der für Attacken drauf hat. Genau, ist der stärkste. Hier. Es war sogar noch ein anderer Boss geplant, ein Endboss. Oh. Wie ist der? Ich vergesse immer den Namen. Cthulhu? Ja, genau. Cthulhu war geplant als Endboss und da gibt es ein richtig cooles Bild. Aber der hat es leider nicht. Googlen? Ja, der hat es nicht ins Spiel geschafft. Der ist wirklich richtig cool. Der war geplant. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir das noch rein. Ja, deshalb. Oder Terraria 2. Da stehen die Chancen sogar. Da gibt es Gerüchte, dass sie ihn da einbauen, auf jeden Fall. Also, es gibt ja hier ja die Anspielung auf Cthulhu, weil Cthulhus Auge und. Ja, genau. Ja. Genau. Aber leider. Ist so eine ganz dezente Anspielung. Aber ist echt schade, also. Huch. Ja. Hä? Ist der weg? Ich weiß es nicht. Ja, der ist weg! Oh. Ist Tag geworden oder so? Kann das sein? Nee, ich habe ja vorhin schon auf Tag geschaltet. Nee, muss nicht Nacht sein, den zu holen. Ich hab vorhin auf Tag geschaltet. Ich glaube, wenn wir beide tot sind. Achso, hol ihn nochmal. Schade. Warte mal, was war denn das? Slash, Born Boss. Ah. Musik ist schön. Duke? Ja, Leute, und bedenkt, dass es jetzt wirklich
die letzte Folge, naja, vorerst in Anführungszeichen die letzte Folge von Terraria. Man weiß ja nie, was kommt. Och, was ist denn der Befehl für Duke Fishworn? Ich bin in dir. Duke Fishworn. So. Kannst du nicht einfach die Angel benutzen? Befehl, ja, ich habe keinen Köder mehr, deswegen. So. Ach, weißt du was, ich... Fick dich! Die IP können wir jetzt ja ruhig zeigen. Bis dahin ist es aber eher abgelaufen. Und später reaktivieren wir und dann ist der ganze Code da. Fuck. Ja gut, also, wobei... Ich jetzt auch mal zeigen, wobei ich die ganzen Items her. Ja genau, zeig das mal kurz. So eine schöne Map, hier ist alles... Wissen, Tuba hat sich nämlich eine extra Map, wo es alle Items gibt und da holt uns dann immer das Zeug, wirklich, was wir brauchen. Also wirklich alles aufgezählt, von den NPCs bis zu den Blöcken, ja. Alles einfach. Wie sieht denn das dann da aus? Dort sind auch die... ja gut, sicher dann in der Folge. Die in 2 Monaten übrigens kommt. Ja Leute, denn die Folge dürfte in ziemlich genau 2 Monaten kommen. Also die wir jetzt gerade aufnehmen. Ja, wir sind richtig hobbyvoll. Ja, so, nee, hier. ist ja nur Zeitplanung. Du warst hier unten schon in den Tunnel drin? Hier ist ein riesen Tunnel. Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Ach, scheiße. Ja, da warst du ja wohl dran. Schätze mal. So, Typer, hast du das Item? Ja, aber ich hol grad noch ein paar Mana-Tränke. Bring mir. Ne, ich hab aber nicht genug. Muss mir nichts mitbringen. Heiltränke haben wir auch noch mehr als genug, okay. Ja, Leute, und ich kann ja schon mal sagen, das Spiel hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Tut mir leid, dass ich das jetzt wieder ein bisschen zieht, weil Typer erst noch die Sachen holen muss. Ah, da bist du. Hi. Los, kannst du schon mal angeln. Mir hat's echt mega viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, es hat sich doch am Ende ein bisschen gezogen, was aber nicht am Spiel lag, sondern, also, ja, was heißt nicht am Spiel? Alles liegt am Spiel. Ja, aber im Endeffekt hat sich's halt ein bisschen lange gezogen, deswegen haben wir halt auch so ein paar wenige Sachen offscreen gemacht, aber naja. Trotzdem auf jeden Fall mega cool. Liegt auch ein bisschen an Terraria wegen der Dropchance von 0,4%, aber es liegt auch wirklich... Oder wegen der Chance von 0,0% bei dem, was gab's da noch, bei diesem komischen Schwert. Beim Broken Heroes. Muss einfach mal insgesamt eine Chance von 0,0 irgendwas Prozent war, was richtig extrem ist einfach. Lass mir mal eine Gleichung aufstellen. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt das bekommen kann und dann noch mal, dass man es bekommt. Du Scheiße. Ja, das ist ein Quadrat. Das sind Quadratrechnungen. Genau. Nein! Fliegt er weg? Nee, du bist... Achso, du lebst noch. Da. Hier respawnt ja viel schneller. Ja, stimmt. Trotzdem komisch, dass der vorhin despawned ist. Das will er nicht. Lol. Ich hab noch eine Zeitbegrenzung, was ich jetzt einfach mal zweifle. Es ist wieder tot. Was? Ne, ich lebe wieder. Also, ja, aber wir respawnen so schnell. Hallo? Nein! Raffi. Lol. Ich lebe wieder. Raffi, wie er schon so voll. Also ich liebe Angst deine hat. Taktik, ne? Einfach auf der Stelle stehen bleiben und dann mal gucken, was passiert. Ja, das ist gut, ne? wenn ich meine Maus nicht immer verlieren würde. Ja, genau. Leck mich. Der Sharknado! Ich find's richtig schön, dass sie so eine Referenz eingebaut haben. Wobei ich den Film nie gesehen habe. Das kam mir immer zu obskur vor. Sharknado? Ja, das ist ja auch schon komisch. Vorstellen? Einfach so über den Ozean und ja, da sind halt Haie mit drin. Im Sharknado drin. Jetzt gedacht. Ja, ich nicht. So, ich mach mal die Musik leiser. Das haben wir auch schon gehört. Ist echt wunderschön. Ganz normale Bossmusik. Die Sharknados! Sind das jetzt nennen wir die Sharks jetzt Sharknados oder sind das einfach nur Sharks, die aus einem Tornado kommen? Die sind echt Sharknados. Vom Prinzip her. Nee, ich will das jetzt physikalisch erklärt haben. Physikalisch? Lol. Einfach renn weg. Bist du wieder am Leben? Warum hältst du dich eigentlich nicht? Ja, ich kann nicht so. Ich sehe doch meine Tastatur hier nicht. Gibt es nicht so einen Autoheiler? Ja gut, würde auch irgendwie keinen Sinn machen. Autoheiler. Ja, lass mich. Alter, Sharknado. Hör auf. Ja, wie viel Leben hat der überhaupt? 80.000? Nee. Ist das richtig? Nee, 50.000 oder 500.000, je nachdem. Also eine halbe Million Leben. Das ist schon schön. Ja, ne? Warte, ich will jetzt wissen. Der hat... Kann so schnell nicht gucken. Ne, geht nicht. 50.000. Na, geht er sogar noch. Oh. Oh, schade. So. Ist aber gut, weil jetzt respawnen wir schnell genug. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich habe jetzt auch Mana-Tränke mitgenommen, die 300 Mana regenerieren wieder. Ich habe eh nur 200 maximal, also... Ja, okay, im Nachhinein war das echt ein bisschen unnötig, aber okay. Ja, ich kann jetzt 300, ich habe nur 200, aber okay. Die werden es einfach drauf spammen, ne?
Echt schön. Alter, wo ist meine Maus? Da. Greif am besten einfach nur noch mit dem Teil an. Ja, ja, mach ich ja. Könnte, glaub, wirklich meine Lieblings-Mana-Waffe sein, nur es ist halt schade, dass man den halt nicht unter der Erde einsetzen kann. Ja, gut, aber trotzdem ist sie cool. Boah, voll unrealistisch, ey. Vielleicht die Hälfte seiner Leben weg. Die letzte Folge, die Hälfte seiner Leben. Die letzte Folge werden wir natürlich auch etwas länger machen. Wir haben schon die letzte Folge etwas länger gemacht, aber nun gut. Für die finalen Folgen dürfen wir das. Ja, wir gehen zwar das Risiko ein, dass wir wieder gekickt werden. Gekickt werden von YouTube, aber okay. YOLO. Einfach gekickt. Am besten noch gleich gebannt. Naja, die machen das bei YouTube. Die kennen sich da aus. Die sind knallhart. Es sind sehr echt. Aber nicht bei sowas. So, komm. Sharknado sind echt immer noch im... Wenn du einen Nippel auf YouTube siehst, dann in deinem Video hast, dann wirst du wegge... Alter Schwede, guck, dann wirst du... Macht. Guck, was er jetzt macht. Weggestrikt. Der macht einen Backflip. 360 No-Scope. Ja, wie bei mir, als mein Auge wehgetan hat, oder was? Mein Auge! Ja, ich hätte mir da meinen Finger ins Auge gesteckt. Ja. Alter, was macht der bitte für Tornados? Zu tot. Hui! Lebst du noch? Nein. Ich glaub, der ist schon wieder weg, ne? Ich verarschen, Raffi. Ja, dafür konnte ich jetzt nichts. Gut, nächster scheiße, Versuch. Alles scheiße. Was haben wir? Oh, was Alter, weißt du, wie wir jetzt gerade mit den Teilen zu spammen? Ach, schön, bin tot. Auch? Okay. Ist das dein Ernst? Und er ist. Der ist weg. Geil. Fick dich doch. Wir kriegen den nicht mal hin, ey. Finale Folge. Beste Folge ever. Ich schwimme mal weg. Tschüss. Somewhere over the ocean. Ende. So. Wir sind jetzt bei der Gottmaut und machen jetzt einfach so. Nee, hab ich nicht gesehen. Ich bin einfach nur gut geworden jetzt. Okay. Bis er sich transformiert, machen wir jetzt einfach und dann. Oh, guck mal, ich bin auf einmal gut geworden. Wie geht das denn? Ich höre dich einfach mal hier hin und spam aber die ganze Zeit die Scheiße. Alter, der kickt mich einfach ins Wasser. Halt einfach auf dem Boden. Ja, genau. Ja, bleib da stehen. Genau. Ich hab noch 71. Hast du? Ja, da drüben einfach stehen bleibt, ey. Wir schießen immer noch auf den Boden. Ich darf nicht hin, ihn abzuschießen, wenn er stehen bleibt. Ja. Aber echt, ey, so richtig hässlich. Scheiße sind wir denn. Ja, jetzt, oh Gott. Wieso wieder nicht? Alter, wie viel hält der aus? Das ist doch nicht logisch. Das ist nicht logisch. Weißt du, hier gibt's einen fliegenden Riesenfisch. Das ist doch das Logischste hier. So ein Mutantenvieh, ey. Hier ist einfach so. Genau das passiert, wenn er in die Tür pinkelt. Hier ist so ein Atomkraftwerk nebenan explodiert. Seitdem fliegt hier so ein Fisch rum. Genau, deswegen müssen wir Atomkraft abschalten. Wegen fliegenden Fischen, ey. Was ist das denn bitte? Wir haben den ja noch schneller down gekriegt, als wir keinen God-Mode hatten. Jetzt ballern wir einfach nur stupide drauf. Stupide drauf? Kommt wieder der Dialekt raus. Ja genau, ich habe auch vorhin Dialekt.
Du nicht, aber ich. Achso, ja gut, stimmt. Oh, du solltest das mal mitbekommen, ne? Ich war ja vor 2 Wochen oder so, war ich mal öfters weg in der Aufnahme. In der Aufnahme? Und als ich dann unterbrochen wurde, ne? Das habe ich erstmal beim Bearbeiten gemerkt, ne? Da habe ich direkt meinen Dialekt ausgepackt. Auch richtig krass. Und als, okay, als ich dann wieder in der Aufnahme war, war das plötzlich weg. Ich habe einfach jede Kräfte benutzt. Also du redest echt so normalerweise so mit Dialekt eher und so in der Aufnahme dann... Ich probiere mal mit Dialekt zu reden. Das sagt er jetzt krass, stell ich mir schon krass vor. Das ist ganz... Ich spreche dauerhafte Hochdeutsche. Ja, ich nicht. Transformiert der sich mal irgendwann? Boah. Da krieg ich ja jetzt schon wieder... Boah. Ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert? Alleine bis der... Er ist ein scheiß Sharknados. Einfach bitte zu behindert, ihn beim Stehen zu treffen. Ja, das ist aber echt so. Wo geht der hin? Ey, wer, der verpisst sich jetzt, ne, hier oben so. Leck mich. Da lutscht, da sack die Rakete. Wann transformiert er sich? Ich schätze mal bei der Hälfte seines Lebens. Die er eigentlich schon erreicht hat, okay. Ich hab dann bei 20 oder so. Galles einfach. Oh Mann, ey. Wie lange dauert denn das? Ach ja, jetzt. Ja. Ja. Okay. Jetzt müsste ich nur schnell. Das, ne? Ja, soll ich mal. Auf. Ich kann. Ja, ich würde ihn gerne zu mir locken. Warte mal. Kann der auch für mich zu aimen? Scheiß ist denn der? Oh Gott, Sharknado hoch 20. Oh Gott. Im Ernst, ich probiere ihn gerade auf mich zu kriegen, aber ich krieg's nicht hin. Aber mach dich zuerst in den Mode, ne? Boah, wie groß werden die Tornados denn bitte? Ja, jetzt ist er ja in seinem Hyper-Mode. Hyper-Modus, Transformation. Optimus Prime, Optimus Fish, Bumblefish. Optimus Barsch. Los, Schirmer, wir reden wieder in der Wahlsprache. Stell dir vor, die wird echt so reden, ey. So, schöne Vorstellung. Der Tino redet ja so. Na gut, stimmt. Ich bin immer noch nicht im Nicht-Gold-Mode. Ich will kein Gott mehr sein. Ich hab hier gerade Spaß mit Tornado. Raffi und sein Spaß. Meine Tränke sind leer, ja. Sind leer. Heilige Scheiße. Guck mal, ich übergib dir jetzt gerade mal im Park. Guck mal her. Alter, jetzt rastet. Oh Gott! Jetzt rastet er richtig aus. Guck mal dir mal her. Die Dinger an. Ja, ich bin hier. Ah. Dankeschön. Er fühlt sich jetzt bestimmt ein bisschen verarscht, ne? Wir stehen da einfach, tauschen so ein paar Tränke und ja. Ach man, ey. Warte, der hat noch. Boah, diese Tornados, ne? Ich kann's nicht einsehen, Alter, der bewegt sich zu schnell. Ich kann es echt einfach nicht einlesen. Ansehen. Ja, kann ich echt nicht. Was geht denn ab mit dem? Guck dir den mal an. Der ist auf Crack jetzt. Der ist so richtig auf Crystal Mess gerade. Der hat einfach Crack genommen. So eine Crack-Version. Der mutiert zu Heisenberg. Der Crackfisch. Crackfisch. Heisenfisch. Fischron, digitiert. Heisenberg. Oh. Hab ich wieder eine Idee fürs Thumbnail. Also langsam geht der mir ein bisschen auf den Sack, ne? Ich glaube, wir gehen auch einfach nicht aus dem Gottmod raus, wenn man jetzt einfach so kaputt. Der geht mir echt auf den Sack, der Typ, ne? Meine Bosskampf sieht man ja hier. Und der Schaden macht ja auch. Wir halten den Sinn nur immer vollautomatisch, ne? Ach, Mann. Also ich finde den Boss schon richtig cool, Leute, aber das zieht sich gerade. Einfach mal ein bisschen. Ein bisschen weniger Verteidigung hätte ihm auch nicht geschadet. Ja, ne? Okay, jetzt ist... Alter, wie dem seine Augen leuchten. Ah, was denn jetzt abgeht? Guck mal, so zwei riesen Sharknados. Ja, da war ich die ganze Zeit dazwischen. Ach ja, ist wieder angeben hier mit deinem YouTube-Money. Ach, warte, er ist gleich down, glaube ich. Entweder... Okay, meine Maus sehe ich jetzt echt nicht mehr. Ja, 96.000. Wäre noch schöner. Ich glaube, hat aber echt noch... Was hat er denn noch? Der ist zu schnell, Mann! Ja. Alter, das ist... Alter... Das müsste man. Das müsste man jetzt hier echt, das müsste man jetzt echt in 60 Frames aufnehmen. Hier gibt's. Ich zieh jetzt einfach so lange meine Turtle-Armor wieder an, damit er auch ein bisschen mehr Schaden bekommt, weil. Ne?
bringt mir jetzt wenig, wenn ich mich heile, wenn ich einfach durchgehe. Boah, ich hoffe, dass es 60 Frames echt bis Dezember auf YouTube gibt. Oder bis nächstes Jahr. Nee, ich hoffe es. So. Wurde angekündigt. Vor ein paar Monaten. Was hoffst du? Ja. Kann der zum Sterben? Ja. Oh. Wow. Soll ich aufhören? Wie es immer noch weiter schießt. So, was haben wir denn bekommen? Oh. Schau mal. Mann. War das eine Ente? Nein, nein. Ja, Leute, damit hätten wir jetzt den, du kannst das wieder in Normalmodus machen. Schöne Waffe. Ja. Schön. Hat sich auch gar nicht gezogen. Nein. Ey, alleine den jetzt im Godmode zu erledigen hat 10 Minuten gedauert. What the fuck, Mann. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt zum Abschluss? Folge geht ja schon 50 Minuten, ja, genau, 25 okay. Minuten. Ja, Tüber, was willst du machen? Ja, Bosse beschwören, das geht ja jetzt hier alles. Und zwar können wir jetzt einfach 50 Bosse auf einmal beschwören. Ja, mach mal, dann crasht wieder. Dass wir jetzt einfach mal so ein paar Bosse. Dann crasht mein PC. Nein. So. Ja, Leute, und wie gesagt, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht nicht von Anfang an, vielleicht auch erst jetzt diese Folge. Vielleicht auch erst, ja, seitdem einfach Tino weg ist. ja, auch nochmal danke an Tino, denn er war er war ja fast ein Drittel vom LPT dabei. Ist schon irgendwie, also er war ja schon ziemlich lange dabei, aber das kam einem so kurz vor, ne? Also 20 Parts waren das nur, oder? Was? Da waren das nee, 45 waren das. Ach, stimmt, 50. Ja. Also fast, fast. Waren leider ein Drittel. Ein Drittel. Und das Drittel leider. Das, nee, aber natürlich auch noch danke an Tino und an Dino und an Albino. Achso, Albino. Ah ja, übrigens hier, Albino mit dabei. Stimmt, Dino Tino fehlt ja auch noch. So, der ist, er ist legendär, ist aus der Legende des Tino entstanden. Der die ganze Zeit, irgendwas anderes spielt. So eine Scheiße. Keine Ahnung, aber es mit Albino, Albino fand Albino, Dino, ist, Tino. Das ist mit Albino fand ich aber gut. Na gut, auf jeden Fall, egal wie lange ihr dabei wart, vielen Dank fürs Zusehen. Also, wir machen jetzt noch weiter, ich wollte mich nur mal zwischendurch bedanken. Ja, wieso mein Abschied, tut mir leid, ja, sorry, ist halt mein Standard, lass mich in Ruhe, ey. Oder mein Imitator. Ich werd schon genug ins Gesicht getreten von den Leuten. Ja, so in der Ecke, tritt ihm ins Gesicht. Tritt ihm ins Gesicht! Das war auch schön. Oh, das war mal noch das Highlight, Raffinows Highlight. Das muss ich mir merken. Auf jeden Fall war es richtig cool, wir haben am Spiel an sich. Ich bin gleich im Haus übrigens. Es geht jetzt ab. Lauf einfach nach links zu dieser Wolkeninsel. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Wenn du da bist, kannst du sie dann schon gleich beschwören eigentlich. Weil ich bin schon an unserem Haus. Raffi, er liegt in der Ecke, tritt ihm ins Gesicht. Oh, so richtig brutal, ey. Ach was, der Golem hatte sowieso epileptische Anfälle und wusste nicht, wen er angreifen soll. Das war aber richtig geil irgendwie, wie wir den erledigt haben. Der war so richtig geistig verwirrt irgendwann mal einfach. Es war wunderschön. So, okay. So links oder rechts? Da bist du, ja, ich hab dich. Gut, dann slash Born Boss I 50. So. Was? Was geht jetzt ab? What the fuck? Alter! Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass du. Ey, wie viel hast du geholt? Wie viel hast du geholt? 50! What the fuck? Guck dir mal die Herzen an! Alter! Oh Gott, ich darf aber auch nicht so rumschreien, jetzt ist schon späte Stunde. Oh, das war's schon. Lol, kannst du noch irgendwas anderes 50 mal holen? ich dachte, du sparst, ey, mit 50. Boah, wie viel Zeug wir jetzt haben! Mein Inventar ist voll! Weißt du, wie viel Heiltränke ich habe im Inventar? Ja, das ist.
So, Leute, würde ich sagen, Tuber, ein paar abschließende Worte bitte. Ich habe ja schon alles gesagt, was man zu sagen hat für die letzte Folge. Ich bin schon mal auf dem Weg zurück. Ich will noch einmal, komm, lass mich noch einmal richtig übertreiben. Ist auch schon vorbei. So, okay. Bist du da? Komm mal. Ja, mach, Tuber. Bin da. Los. Ja, was nehmen wir denn? Egal, mach irgendwas, mach ganz viel, übertreib einfach. Rain. Ja, Leute, also wie gesagt, die Folge ist mir jetzt eigentlich schon viel zu lang, aber wegen Tuber. So. Album! Wie viele sind das? 200. Ey, guck dir das mal an, Mann. WTF, die. Alter! Ich hab meinen epileptischen Anfall, wenn man da hinguckt. Die formieren sich gerade in so eine Stammzelle. Zu einem riesigen Tumor. Meine Mana-Tränke sind leer und wir haben gewonnen. Was schon? Alter. Was ich gerade aufsammle. Warte. So, Tuber, das war's jetzt. Folge ist lang genug. 44 Minuten gleich, das geht zu lange. Also würde ich mich nochmal vielmals bedanken bei euch. Immer noch die Busmusik. So, ich hoffe, dieses kleine Special hat euch jetzt nochmal gefallen, dass wir 10 Millionen Bosse besiegt haben und nochmal den stärksten Boss am Anfang der Folge, wer sich noch erinnert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten LPT wieder, vielleicht auch irgendwann mal wieder in Terraria, vielleicht in Terraria 2.0, wer weiß, oder in ähnlichen Projekten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Tuber, der 135 Folgen lang dabei war, ist jetzt die 135. die letzte Folge. Und Tino war ja auch noch bis Folge 45 auch mit dabei. Was machst denn du? Ich mache übrigens gerade noch ein paar Augen kaputt. Gut, trotzdem würde ich mich jetzt mal bedanken und wir beenden jetzt hier die Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches... Für das letzte Mal ein herzliches Tschüssi. Tschüss.